Ist das nicht tolles Wetter? Ich glaube, ich gehe auf den Flohmarkt. So, und jetzt nochmal ein richtiges Hallo, denn ich bin jetzt zurück vom Flohmarkt mit meinem Bruder und ja, wir sind ein bisschen fündig geworden, erstaunlich. Wir waren diesmal auf zwei kleinen Flohmärkten, das war ein bisschen familiärer, da waren viele normale Trödelhändler und ja, wir haben so ein paar Sachen gefunden. Und die zeige ich euch jetzt, ja, ganz, ganz genüsslich. So, ich fange auch an mit Spielen, aber Brettspielen. Und zwar gab es zwei Siedler von Catan Add-ons. Einmal dieses hier, historische Szenarien, Alexander der Große und Cheops. Echt tolles Set. Und das Coole war, also dieses hier zum Beispiel ist absolut neuwertig. Der Karton, ja, der ist ein bisschen sonnengebleicht, der stand, aber ich versuche es hier euch zu zeigen, hier unter der Anleitung. Das ist das Brettspiel, das ist so ein festes Szenario-Brett. Also das ist nicht so, dass wie bei den normalen, dass man das zusammenbaut, sondern die Landschaft ist vorgegeben. Aber ihr seht hier, komplett neu. Das ist noch nie benutzt worden. Wahnsinn. Ist noch nie rausgenommen. Hier ist die Karte sozusagen. Ja, schöne Anleitung. Wunderbar dabei. Die Tüte, der Ständer. So, dass ich das richtig zusammenbaue. Und ja, das ist ein schönes Add-on. Ja, wie gesagt, ein festes Szenario bei Siedler von Catan. Bisschen abgeänderte Regeln. Es gibt da noch ein anderes von, ich glaube, was mit römischen Sachen noch. Aber das hier gab es zusammen mit einem zweiten Siedler-Add-on. Und zwar die Seefahrer. Das ist ein bisschen benutzt gewesen. Das konnte man gut sehen, weil die Einzelteile hier so drin rumfliegen. Hier. Könnt ihr sehen, so die Einzelteile. Da ist ein bisschen mehr Wasser und ja, ich habe es noch nie gespielt, dieses Add-on. Deswegen bin ich mal gespannt. Fällt mir meine Uhr ab. Kurz zur Seite. Macht immer wieder Spaß. Ja, wie gesagt, ein sehr interessantes Spiel und ich mag die Siedler. Ich habe noch nicht dieses Add-on gespielt. Ich kenne nur das normale und die Erweiterung mit 6 Spielern. Und es gibt ja noch mit Rittern und so. Ja, und na, wir stehen. Die gab es auf dem einen kleinen Flohmarkt für zusammen 9 Euro. Und das ist ja erstaunlich. Klar, die Box ist ein bisschen sonnengefärbt und die ist benutzt, aber vollständig. Wahnsinn. Auf dem gleichen Flohmarkt gab es noch ein zweites Brettspiel, auch ein Klassiker. Und zwar Talisman, gemeinsam gegen Tod und Teufel. Guckt euch das Artwork an. Ist das nicht geil? Das ist auch hier so die alte Auflage, denn es ist ein Spiel, was öfter aufgelegt wurde. Ich kenne es auch nur vom Sehen her, habe es nie selbst gespielt. Es ist halt ein schönes Fantasy-Artwork. Schmidt-Spiele hat ja auch erst Schwarze Auge früher rausgebracht. Das heißt, die haben die schönen Künstler eben beschäftigt. Und ich weiß jetzt nicht, wie es funktioniert. Könnt ihr sehen, das ist das Brettspiel. Ja, man läuft wohl mit Spielfiguren rum und dann gibt es hier eine ganze Menge Karten. Keine Ahnung, ich habe das noch nie gespielt. Noch viele Teile noch zwischen. Bei dem muss ich zugeben, die Aufnahmen entstehen auch relativ schnell nach dem Flohmarkt. Ich habe noch nicht die Vollständigkeit hier geprüft, aber selbst wenn es unvollständig ist, der Zustand ist toll und für 4 Euro, ja, da habe ich gedacht, da kann ich nicht viel falsch machen. Genau, so machen wir es mal so, dass wir die Spiele hier so ein bisschen hinlegen. Denn hier kommt gleich noch was hin. Ich habe auch noch viel tolle Sachen gefunden, also wirklich Wahnsinn. Zwei Sachen, ja, Hörspiele habe ich zwei gefunden. Ich bin jetzt zwar ein großer Hörspielfan, aber nicht von LPs. Ich habe zwei LPs gefunden und zwar von Huibu. Huibu hier Nummer 15, also Huibu das Schlossgespenst im dunklen Mitternachtswald. Und ja, also das ist schon wahnsinnig klasse, das ist ein echter Klassiker. Ich gucke gerade, ob ein Datum ist, aber das ist hier wirklich aus den 80er Jahren. Hier ist noch eine Postleitzahl, wie vierstellig ist. Das ist ja, wann ist das her? Das ist auch schon 30 Jahre bei dir, seit diese Umstellung ist. Also ein sehr alter Klassiker. Gesprochen von Hans Klarin. Hans Petsch, der alte Märchenerzähler, hat schön ja, als Erzähler hier wieder gedient. Wenn ich so die anderen Namen sehe, Andreas van der Meeden, ne, durch
ja, Skinny Norris bei den drei Fragezeichen, Morten der Chauffeur oder auch eben die Synchronstimme von David Hasselhoff, bekannt aus in Baywatch, hat er sie gesprochen und in Knight Rider. Also da ist man richtig mit aufgewachsen und hier auch Christian Rode, klassischer, toller Synchronsprecher auch. Ach, das ist ein echter Klassiker. Habe ich lange nicht gehört. Ich habe jetzt keine LPs, aber diese LP und doch die zweite von Huibu gab es für je 2 Euro. Und da habe ich gedacht, Mensch, dafür kann ich sie nicht liegen lassen. Und das andere ist Huibu und die geraubte Ahnfrau. Oh, cooles Artwork. Ja, hinten könnt ihr sehen, so ein bisschen andersfarbig gemacht. Echt cool. Hier haben wir auch wieder Andreas von der Meden, der mitspricht. Ich weiß gar nicht, ob er die gleiche Rolle spricht, den Kastellan. Ja, er spricht immer die gleiche Rolle. Auch Hans Clarin natürlich als Huibu, großartig. Es macht immer wieder Spaß, den zu hören. Und Ahnfrau Rosalinde, gesprochen von Karin Lieneweg. Und Karin Lieneweg ist Tante Mathilda bei den drei Fragezeichen. Ach, ist das so cool. Heike Dine Körting, auch unsere Hörspielkönigin, hat diese Huibus inszeniert. Einfach klasse. Ja, das war jetzt Nummer 13. Auch aus den gleichen Jahren. Ja, also wie gesagt, da konnte ich nicht widerstehen, die mitzunehmen. Ich kenne mehrere Freunde von mir, die sammeln Hörspiele. Vielleicht ist das was für sie. Ansonsten, ja, ich weiß noch nicht. Aber ich musste einfach mal, konnte da nicht widerstehen. 2 Euro, wie gesagt, absolut top. Ja, dann habe ich auch ein paar Filme gefunden. Fangen wir damit an. Ich habe ein paar Filme gefunden. Und zwar fange ich an. Die Filme, die ich jetzt gefunden habe, das sind 4 Stück an der Zahl. Ich fange mit dem an. Haben zusammen 6 Euro auf DVD. Das ist vielleicht nichts Besonderes, weil DVD, aber ja, warum nicht? Hier haben wir Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Ein Don Bluth Film. Klar, den gibt es auch auf Blu-ray, aber ich habe ihn lange nicht gesehen und ja. Für, wie gesagt, 2 Euro wollte ich nicht ablehnen. Dann mitgenommen, auch für 2 Euro, in dem Sinne, für diese, in diesem 6 Euro Bundle, ALF, Staffel 1. Ja, ALF geht immer. Einziger Wermutstropfen dabei, das Handbuch, das gibt so ein schönes kleines Handbuch hierbei, wo man einen Staffelüberblick hat. Da fehlt leider eine Seite und das war der Überblick von Disc 2. Ansonsten sind die Discs alles top in Ordnung und ja, ALF, für den Preis habe ich gesagt, komm, nehme ich es mit. Und wo wir bei 3 Fragezeichen sind, das ich ja schon durch die Hörspiele angesprochen habe, 3 Fragezeichen und der Super Papagei live, eine echt tolle Veranstaltung gewesen. Ich war live wirklich dabei, kann sagen, das war ein echtes Abenteuer und ich habe viele tolle Erinnerungen daran. Gab es, wie gesagt, in dem Bundle mit. Ist auch eine schöne gefragte DVD. Ich kann auch jedem ans Herz legen, den Klassiker live zu sehen. Was für mich persönlich, gibt es da mehrere, nicht nur die schöne Erfahrung, die ich gemacht habe, eben mit, ja, diese live mal, diese 3 Jungs, Oliver Rohrbeck, Jens Wawaschek und auch Andreas Fröhlich live zu erleben, war, dass es hier einen Kurzfilm gibt. Kurz, der in dem Fall 25 Jahre, ich gucke gerade, welche Jahre es ist, aber 2006, ach, Wahnsinn. Das ist jetzt hochgerechnet 16 Jahre her, 16 Jahre. Oh Mann, ist das lange her, war so geil. Wie gesagt, es gab einen Kurzfilm da drauf, wo Schauspieler wie Daniel Brühl, Sportfreunde Stiller, wir sind Helden gefragt worden, wie sie mit zu den 3 Fragezeichen stehen. Und dieser Kurzfilm ist gedreht worden von dem gleichen Kameramann, der meinen Kurzfilm gedreht hat. Den verlinke ich jetzt hier einfach mal. Richtig tolles Kurzfilm nochmal. Schaut euch das an. Die letzte DVD ist Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Und Schatz Reichems des Roten, diese Doppel-Episode. Ich bin ein großer Tim und Struppi-Fan und ja, ich habe eigentlich die DVDs ja, als DVD-Box, aber einzeln jetzt nicht und
Wie gesagt, für den Preis habe ich gedacht, nehme ich es mit. Vor allen Dingen, was ich nicht in meiner Edition habe und dadurch für mich ein schönes Sammelstück ist, hier ist noch versiert, sind zwei Postkarten, die französischen Original-Comic-Cover beinhalten. Ja, da konnte ich nicht Nein sagen und wie gesagt, rechnet euch das hoch. 1,50 Euro pro DVD. Das ist einfach nur cool. Das kann ich echt nur sagen, cool. Ja, weiter geht es. Jetzt kommen Figuren, die ich gefunden habe. Ja, ich habe auch drei Figuren gefunden. Und zwar habe ich hier, also es ist wirklich ganz alte Figur, ein Bruder Tuck aus Robin Hood, dem Disney-Film. Ja, bleib stehen. Dann zwei Ü-Ei-Figuren, aber auch schon aus den 90ern und Anfang oder Ende der 80er. Ein Kater Carlo, modern, und ein Track, glaube ich, oder Tick oder Trick, einer von denen. Und die Figur ist auch eine der seltensten überhaupt, aber die ist nicht vollständig. Er hat hier so einen kleinen Korb getragen und dieser Korb macht den Preis dieser Figur aus. Aber die sind in sehr schönem Zustand und ja, die gab es alle drei zusammen für 1 Euro. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich sie mitnehmen. Das sind eben halt Figuren, die kann man sich immer wieder hinstellen und mitnehmen. Ja, was dann nun abzugeben ist, das weiß ich noch nicht. Das wird sicherlich nicht alles in meiner und meinem Bruders Sammlung bleiben, aber so ist es eben halt. So, dann gab es Games auf diesen beiden Flohmärkten. Eine ganze Menge sogar, also Computer-Games, Konsolen-Games. Keine PC-Spiele diesmal, sondern Computer-Games. Und fangen wir an mit Game Boy. Also was heißt Game Boy? DS-Spiele und ein 3DS-Spiel. Und zwar vollständig sind die bis auf ein DS-Spiel. Und zwar, das Spiel hat leider kein Handbuch. Indiana Jones, legendären Abenteuer. Dann, das ist das einzige 3DS-Spiel. Batman 2, DC Super Heroes. Auch vollständig, alles sonst top. Das Indiana Jones gab es für 2 Euro. Das Batman für 3. Genauso wie Mario Kart DS für 3 Euro. Das mit Handbuch ist alles drin, super. Einfach mitzunehmen. So, und das hier war etwas teurer, aber mein Bruder hatte das noch nicht. Yoshi Touch and Go. Nee, doch, Touch and Go hat, ich glaube, 7 Euro gekostet. Ist etwas seltener. Jedenfalls haben wir es noch nie gefunden und dachten uns, hier so mit Handbuch alles drin. Das nehmen wir uns mit. Das wird sich schön in der Sammlung machen. Ja. Und zu unserem Erstaunen, ich glaube, das war beim Lego Batman, bei dem Batman-Spiel, da war noch eine zweite Anleitung dabei. Ein Spiel, was sie leider nicht dabei hatten, aber Anleitungen kann man immer haben. Von dem Game Advance-Spiel NES Classics Pac-Man. Ja, Anleitung, das kann man immer, oder? Was sagt ihr? Ja, und weiter geht's mit einem PlayStation 4-Spiel. Gab es für 5 Euro Worms Battleground und Worms WMD, glaube ich, heißt das. Auch richtig klasse. Worms ist ein Klassiker für die PlayStation schon gewesen. Das ist ja so ein Artillerieduell-Klon, wenn man es so will, wo man sich gegenseitig abschießt. Hier ist es ein bisschen natürlich in 3D. Absolut top. Sehr, sehr klasse. Macht auch sehr viel Spaß. Ja, und fehlte noch in der Sammlung. Warum nicht mitnehmen? Ja. Dann kommen wir auch zu Nintendo, aber Wii U-Spiele sind das jetzt. 2 Stück an der Zahl gab es für 15 Euro zusammen. Einmal Batman 3, das war Jenseits von Gotham. Und Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. In dieser Collectors Edition mit dieser schönen Bonusfigur, das könnt ihr unten sehen, mit einem Finn. Sealed, noch nie benutzt für ein in dem Sinne für ein zweites 10 kosten, die kostete 5 und allein wegen der Collector's Edition Figur, ja, wurde es mitgenommen. So, und jetzt habe ich noch einen Haufen Wii-Spiele. Die gab es zusammen für 18 Euro. Das alles zusammen je 3 Euro. Die ersten beiden haben leider kein Handbuch, deswegen, ja, ein bisschen schade, aber für den Preis hat man gedacht, nehmen wir die mit. Somit haben wir einmal Lego Pirates of the Caribbean.
Und hier ist ein bisschen schade, dass das Handbuch fehlt, weil das ist wirklich eins, was in der Sammlung wirklich bleiben sollte. Soul Calibur Legends. Jetzt kommen die mit Handbuch. So, und ich nehme mal das Highlight fast als zum Schluss. Da ist ein wirkliches, echtes Highlight dabei, aber hier gab es noch Lego Star Wars 3. Die Lego Star Wars Spiele oder Lego Spiele gehen ja immer. Lego Herr der Ringe für die Wii, auch geht immer. Dann auch ein Adventure und ich stehe auf Adventures. Ich mag sie sehr gerne, die Klassiker. Sam & Max Season 1 von den Telltale Games auf der Wii. Jo. Und jetzt zum Abschluss des Ganzen. Das ist das letzte Fundstück, was ich jetzt habe von den Flohmärkten. Jedenfalls, wie gesagt, für 3 Euro. Zelda. Die Skyward Sword Special Edition mit der Orchester-CD, eine Limited Edition. Komplett vollständig. Handbuch und alles drin. Die beiden CDs. Also top. Und das, wie gesagt, für 3 Euro absolut top. Und ich weiß nicht, ob die jetzt in der Sammlung ist. Ich glaube, es ist auch, aber ja, das war ein No-Brainer, das mitzunehmen. Ja. Und das waren meine und die von meinem Bruder, die ja, Stücke, die wir gefunden haben, heute, morgen auf dem Flohmarkt, jo, auf den 2 kleinen Flohmärkten. Jo, das soll es gewesen sein. Jo, mehr habe ich jetzt nicht zu erzählen, mehr habe ich nicht zu zeigen. Ansonsten schaut euch eins meiner anderen Videos an. Das vorige wird hier gleich eingeblendet. Und jo, ich sehe euch hoffentlich beim nächsten Mal. Ich habe da unten Buttons, einmal zum Liken und Abonnieren. Freue mich, wenn ihr eins davon drückt oder beides. Gerade liken freut mich und schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von dem ganzen Funden hält. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Thank you.